an die Felder und Dritter noch immer überraschenderweise durch einen glänzenden zweiten Durchgang mit 102,5 Meter Thomas Klauser. Jetzt geht Hansson in Führung. Vor Pedersen und Felder, Klauser jetzt Vierter. Und Roar Stjernen aus Norwegen, ebenfalls ein sehr starker, sprunggewaltiger Mann, segelt als Erster deutlich über die 100-Meter-Marke hinunter in diesem zweiten Durchgang. Jetzt wird also der nächste Norweger in Führung gehen. Stjernen vermutlich jetzt vor Hansson und Pettersson. Jetzt aber aufgepasst. Pekka Sursa, der neue Star der Finnen. Reihenfolge an der Spitze nicht verändert. Stjernen vor Svagerko. Hirner jetzt Dritter, Hansson Vierter, Pettersson Fünfter, Felder Sechster, Klauser Siebter. Aber Sursa. Jöi, segelt sehr weit hinunter. Ja, da freut er sich mit Recht. Und da wird er sich einen guten Platz nach vorne schieben. Pekka Sursa, der Sieger von Oberstdorf. 6 Meter weiter als im ersten Durchgang, größte Weite im zweiten bisher, Sursa und Stjernen. Und bereit macht sich Piotr Fijasz aus Polen. Fijasz war Achter im ersten Durchgang, im 11. Mal bei der Tournee dabei und im vergangenen Winter Dritter des Springens in Bischofshofen. Dritter in Oberstdorf. 9. in Garmisch-Partenkirchen, in der Gesamtwertung 5. Es geht also um einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung. Ja, und den hat er. Ganz sicher nach dieser bombensicheren Landung. Ich glaube, da hat er etwa die gleiche Weite erreicht wie im ersten. 1 Meter weiter sogar und ein Spitzenplatz in der Gesamtwertung 7. Pekka Sursa, der junge Finne, führt noch immer vor Piotr Fijasz, der Pole jetzt auf Rang 2, vor Roar Stjernen Norwegen und dem Italiener Lacedelli. Jetzt aber erst die Besten des ersten Durchgangs. Ein Riesensatz. Ich glaube, der Vegard Oppas ist noch weiter gesprungen als die Besten vor ihm. 109, beste Weite im zweiten Durchgang. Ja, da können wir uns jetzt noch auf 5 Spitzenflüge freuen, meine Damen und Herren. Vegard Oppas geht in Führung vor Pekka Sursa und Piotr Fijasz. Die Bestnote bisher 211,7 für den Norweger, der in Führung ist, aber das könnte jetzt schon anders werden, denn bereit macht sich Rolf Åge Berg. Rolf Åge Berg, bester Norweger im ersten Durchgang auf Rang 6. Klauser im Augenblick bester DSV-Springer auf Rang 14. Ja, ähnlich weit wie eben Vegard Oppas, auch Rolf Åge Berg, Riesensätze jetzt in der Entscheidung. 110 Meter, noch 1 Meter weiter. Jetzt kommt es auf die Noten an, ob Rolf Berg und Oppas liegt im Augenblick auf Rang 2. So, und jetzt die 4 Besten des ersten Durchgangs. Zunächst Jiří Parma aus der Tschechoslowakei. Parma, auch ein eleganter Stilist, der gleichzeitig weit springen kann. 18. in Oberstdorf, 5. in Garmisch-Partenkirchen. Eine tolle Streckvorlage, achten Sie mal drauf. Wagmutig, spitzer Winkel zwischen Ski und Körper und weit runtergezogen. Ja, da kann er beruhigt winken. Aber es bleibt spannend vorne. 107,5, sicher kriegt er hohe Noten, 17,5 von den Kampfrichtern, finde ich. Primož Ulaga, der Dritte des ersten Durchgangs. Streckt den Kopf typisch nach oben im Flug. Typische Eigenart des Jugoslawen.
die Weite nicht ganz so toll wie im ersten. 107,5, das wird ungeheuer spannend, denn jetzt dann die beiden Österreicher. Zuerst Franz Neuländner und dann der Beste des ersten Durchgangs, Ernst Vettori. Die Reihenfolge an der Spitze noch immer Berg in Führung vor Ulaga jetzt. Ulaga 215,8, Parma dritter, Weißlob vierter. Jetzt Neuländner. Hören Sie, was los ist. Hoch weggekommen. Oh, fast wäre es ihm zu weit gegangen, aber es genügt. Sicher, wenn auch etwas steif, die Landung. Rund 110 Meter. Nein, nicht ganz 107, da waren die Weitenrichter sehr korrekt, aber ich bin sicher, dass damit Franz Neuländner in Führung geht. Ja, jetzt also Neuländner in Führung mit 221,6 vor Rolf Orgeberg und Primož Ulaga. Und jetzt die Entscheidung des heutigen Springens und über die Gesamttournee. Ernst Vettori, Österreich. Ja, das reicht auf jeden Fall zum Sieg in der Gesamtwertung der diesjährigen Vierschanzentournee. Ob es auch zum Sieg des Springens vom Bischofshofen reicht, werden wir gleich sehen. Ja, nochmal 111 Meter. Ernst Vettori, der Mann des Tages. Der Österreicher gewinnt das Springen auf der Schanze in Bischofshofen und er wird Sieger in der Gesamtwertung. Die Note für den Österreicher 229,0. Damit ist er überlegen, Sieger des heutigen Springens vor Franz Neuländner, seinem Landsmann, und Rolf Orgeberg aus Norwegen. Vierter ist Primož Ulaga, fünfter Jirsi Parma, sechster Jens Weißlog, siebter Vegard Opasch, achter Pekka Zursa aus Finnland, neunter Piotr Fijas und zehnter Roar Stjernen aus Norwegen. Und wären Sie nochmal diesen glänzenden zweiten Durchgang des Tages, Siegers von Ernst Vettori in der Zeitsuppe sehen, darf ich Ihnen sagen, dass bester Deutscher Thomas Klauser aus Reit im Winkel ist.